Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Das Ganze ist ein Hack, der 2013 vom New Team gemacht worden ist. Ich habe hier schon ein bisschen gespielt, um den Sound einzukriegen, um wieder reinzukommen. Viermal gestorben, ja. Natürlich gehen wir in einen neuen Spielstand und machen das Ganze natürlich. Wir sind natürlich ein Spieler und, zu betonen, das ist mein erstes offizielle 100% Blind Let's Play. Hier sind sogar zwei Überraschungen drin. Wer hätte das gedacht? Ja, 100%. Ich weiß gar nicht, was ich mir da gerade für eine blöde Aufgabe stelle. Aber ich werde 100% spielen. Das heißt, alle Star Coins, jedes Level werde ich schaffen. Und ja. Und da lichtet sich langsam der Nebel und wir sind auf Yoshi's Island. Ja, so fängt das Ganze an. Es ist nett gemacht, die Levels haben Namen. Ich kann mal direkt losgehen im Palm Beach. World 1 von 1. Ich bin gespannt, hier soll es auch ein neues Item geben. Ich bin gespannt, wann das kommen wird. So. Ja, blind ist es. Naja, teilweise blind. Naja, großteils blind, wie auch immer. Denn ich habe am Anfang bis zum ersten Turm der ersten Welt, das sind... Ich muss lachen. 1, 2, 3 Levels. Also, und bloß den Tower habe ich auch noch gespielt. Das heißt, 4 Levels kenne ich bereits. So. So, das ist gerade hier ganz blöd da mit denen da unten. Da ist nichts drin. Ja, wie kam ich auf das Spiel? Ich habe es mal angekündigt, ich werde mal... Oh, geil, im weißen Yoshi! Ich habe ja mal angekündigt, ich werde ein Mario-Spiel machen. Und ich habe mich für diesen entschlossen, der soll denn er ist so gut wie brandneu und es sieht auch hammergeil aus. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Dennoch, dieser weiße Yoshi, der hat was. So. Ich wollte... Was? Die zweite Star-Coin? Also, wo ich es offscreen gespielt habe, habe ich nie die erste verpasst. So viel kann ich sagen. So, da sind wir in die Röhre gegangen. Ach, hier... Oh. Na, na, Yoshi, 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 Yoshi. Yoshi! Meine Güte. So. Da hätten wir auch die erste Star-Coin. Also wie gesagt, 100% Let's Play. Da ist ein Pilz. Hätte man wenigstens einsammeln können. Was? Warum springt der Vollidiot da ab? Hallo, ihr springt. Achso, ich darf nicht... Okay, ich darf nicht schütteln. Die sind ja richtig nervig. So. Und da wäre auch die Flagge, dass wir wieder groß werden. Und was ist da drin? Eine schöne Feuerblume. Sehr schön. Naja, hier werden wir wieder eine kriegen. Da hätten wir noch ein Item gekriegt. Da wäre wahrscheinlich jetzt ein blauer Yoshi drin gewesen. So, was ist da? Da war jetzt nur eine Münze drin. Also wie gesagt, 100%. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Let's Play. Mal was ganz Neues. Mit zwei neuen Eigenschaften, dass es blind ist. Und das ist 100%. Das ist so gesehen, dass... Oh Mist. Ey. Gut zu wissen. Also wenn ich schüttel, dann springt er ab. Das muss ich mir zu Herzen nehmen. Wie kam ich auf dieses Spiel? Ich weiß nicht. Ich habe es mal zufällig mal so entdeckt. Und dachte ich, komm, das sieht doch geil aus. Und dachte ich, komm, zack. Das muss man let's playen. Das wird jetzt als Nebenprojekt laufen. Oh, warum sammelt er das nicht ein? Yoshi! So, da oben war noch ein Peace-Switch. Mal gucken, was der macht. Natürlich Münzen, das kennt man ja so. Was, wo geht's denn hier lang? Da scheint nichts Besonderes zu sein. Wir rutschen mal da runter. Hier sind noch ein paar Früchte. Oh, na komm schon. Auch klasse, dass sie hier die Yoshis eingestellt haben. War ich damals in New Super Mario Bros. Wii die Yoshis? Das weiß ich gerade gar nicht.
So. Alle Starcoins im ersten Level, das ab haben wir. Ja, also der Anfang lief zwar ein bisschen schlecht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, dass ich jetzt die erste Starcoin einmal kurz verpasst habe. Aber nun gut. Zwei Wege schalten wir frei. Das oben kommt mir bekannt vor. Yoshis Haus. Interessant, das merken wir uns mal. Yoshis Butz. Yoshis Butz, ein Apfel, ein Gumba, ein Koopa und ein Hammer, Bruder. So, wird es auch wahrscheinlich irgendwo was geben. Naja, egal. Wir sind auf dem Maximum. So, gucken die Röhren. Aha. Ja, okay. So überrascht bin ich jetzt nicht, obwohl ich jetzt wieder die Hälfte irgendwie teilweise schon wieder vergessen habe. So, die Münzen sammeln wir mal so ein bisschen ein. Denn die Leben werden wir noch gut gebrauchen können. Denn ich weiß nicht, was jetzt auf mir zukommen wird. Das ist alles für mich beleidigt. Okay, jetzt der Anfang bis zum ersten Tower nicht. Und hier sind auch ebenfalls... Boah, das war blöd. Bosskämpfe sind hier. Nicht diese vom Bowser, die Leute da, die Koopa-Leute. Wow. Oh, der blaue Yoshi sieht auch geil aus mit den lilanen Schuhen. Ich dachte, ich kann auf den drauf gehen. Yoshi! So, was ist da oben? Da müsste, glaube ich, ein extra Leben sein. Ja, genau. Ich meine, Yoshi kann auf den drauf gehen. Bin ich mir sicher. Und das sieht auch sehr verdächtig aus. Okay, für mich ist es jetzt einfacher zu sehen. Aber wenn nachher Stellen kommen, was ich nicht mehr kenne, naja. Oder was habe ich mir jetzt doch schon wieder Kacke gesagt? Ja, 100%. Und dennoch bei einem Blind Let's Play. Das geht doch gar nicht. Naja, das muss auch mal sein. Ja, es wird als Nebenprojekt laufen. Das heißt, zwischen One Piece und, was habe ich denn noch am Laufen? Und SpongeBob. Wie konnte ich das denn jetzt vergessen? So. So, mal gucken, was wir hier kriegen. Naja, haben wir jetzt schon versemmelt. Die dritte Star-Coin müsste, genau, die ist hier unten versteckt. Das heißt, man kommt mir nur, wenn wir groß sind, dahin. Ansonsten hätten wir es versaut. So. Um hier an die Münze zu kommen, müssen wir nämlich die Leute hier besiegen. Also die Hammerbrüder. Dass wir da rankommen, nämlich. Gut, alle drei Starcoins haben wir ebenfalls. Das ist sehr schön. Ich werde gucken, wie lange ich die Parts mache. Seid ihr mit 20 Minuten dahin zufrieden? 20 oder so 15 Minuten eher? Was würdet ihr besser finden? So. Nein! Das gibt es doch nicht. Den hätte man... Das wäre ein Extra-Leben gewesen. Ah. Was sagt denn... Na... Ja komm, wir schaffen auf jeden Fall noch. Und es gibt hier einen wunderschönen Shop. Ja. Mit... Oh, wie hieß er denn? Lakito, Lakito. Hier kann man für die Starcoins können wir uns Sachen einkaufen. Zum Beispiel für 3 Starcoins kriegen wir einen Propellerpilz. Oder auch für 5 Starcoins, so ein Pack gibt es hier alles. Ist nett gemacht, auf jeden Fall. So. Ja, hier würde ich jetzt das untere Level kenne ich und das obere Level kenne ich auch. Wir machen auf jeden Fall noch das untere Level. Ne, wir machen natürlich nach der Reihenfolge. Oh, fängt ja schon gut an. Level 1, 3, Springwater Swamp. Oh, dieses Extra-Bild. Oh, die finde ich so... Das Spiel ist 1A gemacht, auf jeden Fall. Ob es hier Bugs gibt, das weiß ich. Eine Eisblume ist wichtig hier. Ich behalte, glaube ich, mal die Feuerblume. Oh, wie hießen die denn nochmal? Oh. Der Name fällt mir gerade... Halt, 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 halt. Wow, wow, wow. Vorsichtig, nicht von den Stacheln treffen lassen. Oh, wie hießen die denn? Ich Wickler, Wickler. So, ah, oh, Schüttel, da muss ich aufpassen. Das kann ich nicht so gut. Nein, oh, komm.
komm schon. Oh, Mario! Oh, doch keine Kacke. Oh, jetzt komm schon. So. Eine Eisblume. Warum gibt es Eisblumen mehr? Vielleicht für die Chip-Chaps. So. Zwei Starcoins haben wir. So, hier müssen wir unter das Wasser. Wo ist denn die dritte? Das weiß ich auch. Ich dachte, das wäre das schwere Level hier. Aber dann habe ich mich wohl geirrt. So, da ist die dritte Starcoin. Also jetzt sind die Starcoins eigentlich noch einfach versteckt. Naja, wobei ein paar waren schon jetzt gerade schon fies versteckt. Oh, immer diese Wandspringe. Wieder nicht geschafft. Auf jeden Fall hätten wir das Level ebenfalls geschafft. Naja, am Anfang sind die Levels immer noch einfach, weil ich stelle mir vor, irgendwann ein Part, wo wir nur ein Level dranhängen. Habe ich so meine Befürchtungen. Und das, was wir uns da vorsehen im Baum, wo die Schlösser sind, die Türme, das ist das erste Schloss. Der erste Tower. Das finde ich so geil. Da gehen wir aber noch nicht rein. Nein, wir gehen vor noch in 1-4. Growing Green Root. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal für mein Englisch, denn mein Englisch ist kacke. So. So viel kann man sagen. So, da ist eine... Genau, das ist die Stelle, die ich nicht kann. Da hing ich vorne dran auf Screen. Ach, guck. Ich krieg diesen perfekten Sprung nicht hin. Und den habe ich mich auch öfters treffen lassen. So. Das muss perfekt sitzen. So, jetzt kommen wir wieder hoch. Oh, perfekt. Vorhin saß ich da ein bisschen länger dran. Gut. Das hätten wir auf jeden Fall auch geschafft. So, die Star-Münzen hier mal einsammeln. Und ein extra Leben, das sag ich. Hört. Das will ich schon haben, wenn es geht. So, Starcoin Nummer 1 haben wir. So, ein bisschen aufpassen, nicht so schnell. Huch. Da sind Münzen. Wow, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ah, oh. So, da wäre noch ein extra Level. 12 extra Leben und noch keinmal gestorben. Denn in dem Level, bin ich ehrlich, bin ich ein paar Mal nämlich gestorben. Da hatte ich nämlich meine 4 Kills. Warum sind da Münzen oben? Ach, da war ich Starcoin. Ja, okay. Ja, ich tue gerade so ein bisschen. Aber auf Anhieb würde ich, glaube ich, da echt nicht drauf kommen. Warum ist da ein Trampolin? Ich weiß es nicht. Müssen wir es mitnehmen? Wow, aufpassen, nicht, dass wir da reinspringen. So, ja, kommt mal hier runter, dass ich da rüberkomme. Wow. Okay, das war so. So. Oh, ich bin besser. Weil ich habe mal, wo ich das Spiel rausgefischt. Nein! Bitte. Sind die wieder da? Fuck. Gibt's doch nicht. Da war ich hier zuvor dich. Komm, Koopa irgendwo. Oh, echt kein Koopa. Wäre es schön, wenn ich das offscreen machen würde. Schreib's in die Kommentare, dann lasse ich dir erstmal da. Weil ich würde deinen Koopa jetzt einfach da nehmen und dagegen schmeißen. Ach, nee. Das finde ich jetzt blöd. Ach, wisst ihr was? Ich zeig's euch einfach gleich nochmal, wie gut ist. Hier wird nichts offscreen gemacht. Na komm. Also das extra Leben würde ich mir holen. So, geht doch. So, machen wir noch das Karstel. Das wär, da werden wir noch nicht hingehen. Nein. Denn wir müssen nochmal in das Level hier einsteigen. Das Design haben sie echt klasse gemacht. Da kann man echt nichts sagen. So, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Ach, mein Finger tut gerade weh. Wir gehen nochmal rein und machen das hier mal im Speedlauf. Wir brauchen ja nicht, diesmal nicht die ganzen Sachen einsammeln. Nur daran denken, Dummheit muss bestraft werden. Naja, hier kriegen wir eine neue Feuerblume auf jeden Fall. An einer einen Stelle darf ich es wieder nicht vergessen. So. Ja, jetzt kommen mal die Münzen. Die sammeln wir mal so ein bisschen ein. Denn die extra Leben können wir echt gebrauchen. Hoffe ich. So, ja, mal hier durchrennen, bitte. Halt, das müsste, glaube ich, jetzt die Stelle sein, oder? Nee.
Das ist die Stelle noch nicht. So, ich glaube, es müsste jetzt nämlich kommen. Nein! Ohohoho. So, hier ist jetzt die Stelle. Jetzt muss ich aufpassen. So, die Starcoins haben wir. Jetzt wird nämlich nichts offscreen gemacht. Oh, das Ding kommt mit. Wow! Wow, wow, wow. Das Ding kommt ja noch, sogar noch dadurch. Ja, komm. Den Schalter hätte das Ding aber wenigstens betätigen können. Und auch ein Klassiker. Wir können so speichern einfach. Ach, wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind. Denn, oh, ich wollte sagen, der Homo hat mal das Extra-Leben natürlich. So, gehen wir noch ins Castle. Nehmt besser gesagt in den Tower. Das Schloss ist ja was anderes. Ich würde sagen, ach komm, da gehen wir auf jeden Fall noch rein. Der erste Part darf immer so ein kleines Special sein. Timber Tower. Oh ja, nachdem ist alles blind. Auch klasse gemacht. Man klettert einen Baum hoch. Und die Gitter, die hier sind, haben sie zu Honig gemacht. 1A. So, jetzt ein bisschen hochkommen. Ich überlege gerade, wo die waren. Das war dumm. Ich glaube, das habe ich so gemacht. Genau. So. Einer dürfte nämlich hier wieder mies versteckt sein. Den kann man leicht übersehen, bin ich ehrlich. So, das könnte ich eigentlich jetzt gerade ganz gut gebrauchen. So, gerade auch deswegen. Hä, komm schon, nicht versauen jetzt. Nee, nicht. Hier wäre eine gewesen. Und das kann man natürlich leicht übersehen, wenn man einfach da hochspringt. Wow, wow, wow. Das ist knapp. So, hier aufpassen. Vorsichtig. Aber hier haben wir natürlich... Ja! Ich dachte, er haftet sich automatisch dran. Unser erster Fail im ersten Part, das gibt's gar nicht. So, gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Oh Gott, das ist mir noch nie passiert. Nie. Naja, immerhin den Checkpoint hatten wir. Hier gibt's immer ein neues Item wieder. So, no. Oh. Die ist zu Glück hier lang gelandet. Ich würde nicht wissen, was sonst passiert wäre. Ich glaube, wäre sie aber auch runtergefallen. So. So, diesmal falle ich hier nicht runter. So, das hätten wir ebenfalls geschafft. Ich weiß gar nicht, was daran jetzt so schwer war. Ich weiß es nicht. Und ich entschuldige mich auch schon mal, dass gestern, wenn das Video noch, ja doch, dass in einem Tag nur ein Part hochkommt. Es tut mir leid, ich habe nichts mehr geschafft. Ich war so fertig mit der Welt. Ich war unterwegs, alles. Hatte es auch schon parat gehabt, bloß das war am Ende zu spät dafür alles. So, und hier wäre eben noch diese Starcoin. Die kann man sehen, wenn man vielleicht noch genauer hinguckt. So. Und dann sind wir auch schon beim Boss. Wie gesagt, es ist nicht dieser von den Bowser-Brüder da. Nein, es ist ein Fuzzi. Also ich nenne sie Fuzzis, können auch Fuzzis sein, ich weiß nicht. Wie wollt ihr, dass ich sie nennen? Fuzzi für 1 oder Fuzzis für 2? So. Oh. Sogar noch getroffen. Ja. So. Einmal noch treffen. So. Ich glaube, beim ersten Versuch bin ich echt abgekackt. Kann ich gerade zugeben. Am Ende ist es einfach. So. Wir hätten es soweit geschafft. Jetzt fragt er uns, glaube ich, nach Speichern. Genau. Ja, bitte. Aber wir können auch so safen. Finde ich echt praktisch gemacht eigentlich. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.